Gut. So, Entschuldigung, darf ich... Oh. Can I ask you a question? I don't talk to strangers. Ich kann die doch befragen? Can you satisfy my curiosity? Yes, I'll help you, sir. It'll be an honor to help you. Ich habe erfahren, dass in der Leblens Road zwischen der Vernet Street und dem Silent Way ein verlassenes Herrenhaus sein soll. Okay. Warte. Wo haben wir das? Schönen Abend, Trüffel Medium. Okay, das haben wir jetzt nicht irgendwie. Ich dachte, vielleicht haben wir das. Haben wir nicht. Können wir nicht anpinnen, ne? In der LeBlancs Road zwischen der Vernet Street und Silent Way. Vernet Street. Silent Way? Hier ist der Silent Way. Wo ist der Vernet Street? Hier ist eine Brücke. LeBlanc Road, hier, ne? Warte, ich guck nochmal eben. LeBlanc Road, zwischen Vernet Street und dem Silent Way. Aber wo ist denn Vernet Street? Da ist Vernet Street. Ah, hier zwischen. Ah, okay, ich verstehe. Also muss das hier sein. Okay, dann ist es wahrscheinlich hier. Ich mache hier den Wegpunkt mal hin. Donnerwetter, da sind wir aber weit weg. Naja, müssen wir so laufen. Ich meine, ich könnte eine Schnellreise machen, ne? Aber ich würde ja auch ein bisschen die Stadt erkunden und so. Lass mal gucken, wie müssen wir denn laufen jetzt? Hier links einmal um die Ecke und dann rechts rum. So können wir ja auch mal ein bisschen schauen. Ich mach mal weg. So. Ich find's echt schön hier. Guten Tag. Ah, sowas wünsche ich mir auch, jetzt nicht Sherlock Holmes mäßig, aber so andere Games, die auch sowas machen. Auch mit so einer Story und so, aber so ein bisschen vielleicht auch ruhig moderner. Wo man auch so selber erkunden muss. Die Straßen, alles. Muss ja nicht unbedingt, vielleicht auch ein Detektivspiel, aber halt so in der Moderne. Das wäre auch mal cool. Und ich muss unbedingt das Sherlock Holmes Awakening spielen hier. Dieses Meets H.P. Lovecraft. Das muss ich unbedingt spielen. So, da ist verlassene Herrenhaus. Das ist bestimmt da oben auf dem Hügel. Aber ich habe den Wegpunkt ja direkt vorne gemacht am Eingang. Huch, Entschuldigung. Also man kann doch Leute befragen. Das ist ja cool. Aber wahrscheinlich nur, wenn man es benötigt, weil jetzt... Aha, jetzt geht's nicht. Hä? Ist er ja gerade geboren worden? Ich weiß es nicht. Müssen wir bestimmt hier hin, ne? Oder? Wo sind wir? Ah, ja, okay. Ja, gut, wir können hier oben lang. Wir können aber auch... Ja, ich laufe mal einfach hier unten die Silent Way einfach entlang. Die stille Straße. Oder der stille Weg. So still finde ich das hier gar nicht. Oder? Voll gemütlich hat er sich's gemacht auf der Bank. So, da ist die Kirche. Aber das scheint ja eine andere Kirche zu sein. Als wie die, die wir gefunden hatten. So. Schuppidupidu. Schuppidupidu. Entschuldigung. Ab und zu plöppen noch so ein paar Sachen auf, ne? Ist ja auch kein großes Studio, muss man ja auch sagen, ne? Also ich muss sagen, für das, was die, ist ja ein ukrainisches Studio, Frogwares, aber für das, was die hier herzaubern und die Ideen, die die haben, ist das schon sehr geil. Auch wie gesagt, Sinking City, großartig. Und man muss überlegen, dieses neue Sherlock Holmes,
ist ja mitten im Ukraine-Krieg entstanden, ne? Dieses Sherlock Holmes Awakening, ne? Dieses Remake. Das ist schon heftig, ne? Ach, hätten wir direkt hinreisen können, toll. So, das muss es sein, ja. Hey Sherry, there's post here. And it seems as if the letter was delivered recently. Aha, gucken wir nochmal. Ein Brief von meinem Bruder Mycroft, Sherlock. Ich hoffe, du wirst diesen Brief niemals lesen, denn das würde bedeuten, dass du deinen absurden Hirngespinsten doch gefolgt bist. Die Vergangenheit ist vergangen. Zeit und Energie zu investieren, um bereits Erlebtes wieder aufzurollen, ist bestenfalls kindische Zeitverschwendung und schlimmstenfalls eine pathologische Schwäche. Tod durch Tuberkulose ist kein schönes Ende und trotz all deiner Proteste war es besser, dieses Elend von dir fernzuhalten. Es ist anzunehmen, dass du dem Grab unserer Mutter bereits einen Besuch abgestattet hast. Ich gehe davon aus, dass du damit deinem dringenden Impuls nachgekommen bist und nur umgehend nach London zurückkehren wirst. Es ist an der Zeit, dass du dich von deiner Vergangenheit abwendest und dich stattdessen der möglichen Zukunft widmest. Das Königreich braucht dich, Mycroft. After reading that, I am even less eager to return home than before. Ja. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. She is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Das ist also unser altes Zuhause, sagst du? Krass. So, Gedankenspiele. Mutter starb an Tuberkulose. Mycroft sagte, dass Mutter an Tuberkulose gestorben war und es ist davon auszugehen, dass dies der Wahrheit entspricht. Ja, aber warum wurde ermittelt? Aber das werden wir noch rausfinden. Okay, das ist der Brief von Mycroft. Alles klar. Gut, weiter geht's. Oh, das ist so ein tolles Spiel. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier. Perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. Ja, er ist ja nicht da. Er ist ja nur in unserem Kopf. Ja, wir müssen jetzt den Schlüssel finden. So, ich guck mal eben gerade. Habe ich irgendwas? Nee, ne? Nee, okay, alles klar. Unsere Aufgabe ist jetzt, den Schlüssel zu finden. Was haben wir hier? Was ist das denn? I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Ist ja witzig. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Lul. An irreplaceable tool for catching a thief. Mhm. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, oh, very precious. Funny, Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details. Okay. Gucken wir mal Fallmappe. So, was haben wir? Ich bekam die Vordertür des Herrenhauses nicht auf. Daher schlug John vor, dass wir einmal im Vorgarten des Anwesens uns umsehen. John forderte mich auf, zu versuchen, mich vollständig an die Sache mit dem Polizisten vor unserem Haus zu erinnern. Okay, Johns Tagebuch. Erinnerungen. Aus gutem Holz geschnitzt. Es war schön, wieder auf unserem alten Freund Wooden Joe zu treffen. Er hat sich auch gefreut, Sherry und mich wiederzusehen. Denke ich zumindest.
Es ist etwas wortkarg. Sein Leben scheint in den letzten Jahren nicht besonders ereignisreich gewesen zu sein. Sherry hat es gefallen, sich wieder an die guten alten Zeiten zu erinnern, als wir die Festnahme von Verbrechern geübt haben. Joe hat die Rolle des Schurken stets am besten gespielt und ich war immer erstaunt darüber, wie viel Geduld er aufbringen konnte. Andererseits, da wir echte Handschellen benutzt haben, ist ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig geblieben. Aber was bedeutet jetzt die Sache mit dem Polizisten? Das Auge bedeutet nochmal was? Ich muss mal eben schnell gucken. Konzentrationsmodus nutzen. Warte. Okay. Ich soll den Konzentrationsmodus nutzen, ja? Gucken wir doch mal. Achso, anpinnen. Ja. Wir werden bestimmt was finden. Da würde ich für wetten. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. Dieser Teleport John, ne? Können wir irgendwas sehen? Irgendwas? Es taucht ja, glaube ich, irgendwas auf, ne? Sobald man, glaube ich, in dem Modus ist. Wenn ich mich recht entsinne. Da ist ein. Ich dachte, das Fenster wäre offen. Das sah so aus. Okay. Ja, hier. Nein, okay. An der Tür. Hat da gerade jemand was aufgeschrieben? Das hörte sich so an. Okay. Wir gucken uns mal weiter um. Was haben wir hier? Holz. Ein Fenster. Okay. Wir schauen mal weiter. Irgendwas werden wir bestimmt finden. Ich wollte mal eben einmal schnell gucken mit dem Konzentrationsmodus. Entschuldigung, wenn ich mal nochmal reingehe. Konzentration, hier. Ein weißer Kreis kennt sich eine interessante Stelle und weist dich darauf hin, dass du dich konzentrieren solltest. Hinweis, Fallmappe. Oft musst du einen bestimmten Hinweis anheften, um den Konzentrationsmodus sinnvoll nutzen zu können. Achso. Gut. Ah, hier. Bestimmt hier, ne? Oder? I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Ja. Okay, hier sind aber keine Hinweise. Ich dachte vielleicht. Das ist tricky. Sollte mich ja daran erinnern, was, fordert mich auf zu versuchen, mich vollständig an die Sache mit dem Polizisten zu erinnern. Ah, hier. Ein Polizist. Brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Metall glänzend. I bet it was our reward. No, we were not so lucky. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Papier, geheim, Schriftstück? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. It wasn't Ach so. Angry we stole, but that we got caught.
Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha! In we go. So, wir sind drin. Ich guck mal eben. Wir haben jetzt einiges, glaube ich, zu lesen. So, Erinnerung. Ärger mit der Polizei. Etwa 2 Monate nach unserer Ankunft auf Cordona wären Sherry und ich beinahe im Gefängnis gelandet, nachdem wir bei einem Einbruch erwischt worden waren. Als der Polizist uns nach Hause brachte, war Mycroft der Trubel im Vorgang nicht entgangen und eilte hinaus, um die Sache mit dem Polizisten zu regeln. Der Officer ging und kam nie wieder. Im Anschluss daran nahm sich Mycroft Sherry zur Brust. Nicht, weil wir einen Einbruch begangen hatten, sondern weil wir dabei erwischt worden waren. Mycroft selbst war es gewesen, der uns den Auftrag gegeben hatte, in das Haus einzubrechen und den Brief zu stehlen. Er maßregelte seinen jüngeren Bruder zwar, war jedoch auch froh, dass wir den Brief an uns bringen konnten. So, verschüttete Erinnerung. Ich bekam die Vordertür des Herrenhauses nicht auf. So, die Tür ließ sich sonderbarerweise öffnen, nachdem ich mich vollständig an den Polizisten erinnert hatte. Kann es sein? Dass. Ja, gut, ist vielleicht ein bisschen zu früh für Mutmaßung. Home, sweet home, Sherry. Auktionsmitteilung. Hiermit teilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewood Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigernden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen begutachtet und auf ihre Echtheit hin überprüft. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. Is worth a look, wouldn't you say? Sich überall auf der Insel Händler auf um Einrichtungs... Achso, such überall auf der Insel Händler auf um Einrichtungsgegenstände für das Herrenhaus der Familie Holmes zu ergattern. Achte stets auf die Aufzeichnung auf der Karte, die erscheinen, sobald ein Händler neue Ware anbietet. Um Gottes Willen, was? Händler? Alterin Kleidungshändler? Fallmappe. Leere Herrenhaus. Kurz nachdem wir vor Corona vor 10 Jahren verlassen hatten, wurde einige unserer Habseligkeiten bei einer öffentlichen Auktion versteigert. Auch wenn es war unwahrscheinlich ist, die Sachen wiederzufinden, sollten wir dennoch die hiesigen Händler abklappern. Johns Tagebuch, Dokumente. Auktionsmitteilung. Also, das haben wir ja auch gelesen. Ist das hier? Das hatten wir, glaube ich, gelesen, ne? Details. Händler auf der Karte. Aber. Warte. Aber es sind ja nur. Das ist Zeitung. Ist das hier? Ah, hier. Oh, lol. Verkauf von Gartendekoration. Ach, krass, das sind Ausrufezeichen. Ach, die haben auch. Oh, holy. Die haben auch dann so. Okay, da sollten wir auf jeden Fall mal hin. Ich hoffe, ich vergesse das beim nächsten Mal nicht. So. Hier ist ein Regenschirm. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Déjà vu. Gut. Was haben wir hier? Was liegt da? Eine Lampe, glaube ich. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I can feel it. Wie staubig das hier alles ist. Oh, was ein riesen Anwesen auch, ne? Lecco mio grande. Hier eine schöne Havanna rauchen. Mm. Oh, hier überall Wein. Lecker. Vorhänge vor den Türen. So, was haben wir sonst noch hier? Über den Tod von Violet Holmes, 10. April 1869. Tragödie im Stonewood Manor.
Mrs. Violet Holmes, die Witwe von Seeger Morland Holmes, verstarb am gestrigen 9. April 1869 unerwartet auf ihrem Anwesen. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von 20 und 10 Jahren, wobei unklar ist, ob sie weiterhin im Stonewood Manor wohnhaft bleiben. Mrs. Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr käuflich erworben. Trotz ihrer schrecklichen körperlichen Verfassung aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung hatte sie rasch Anschluss in ihrem neuen Heimat gefunden und war vor der Elite Cordonas bereitwillig aufgenommen worden. Sie war eine Frau mit vielen Fähigkeiten und besaß die Stärke eines Mannes, die Gewissenhaftigkeit einer Heiligen und die Scharfsinnigkeit, Schlagfertigkeit eines Statirikas. Als Spezialistin für Objekte aus der Antike wurde sie zu einer gefragten Sachverständigen. Die Polizei leitete nach ihrem Eintreffen auf das Anwesen sogleich Ermittlungen ein, gab bisher jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Todesursache ist unbekannt. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Um das herauszufinden, sind wir hier. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Gut. Home sweet home, Sherry. Jo. Home sweet home. So, gehen wir mal oben gucken. Knarz, knarz. Okay, er ist schon da. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Ja, haben wir. Wir haben ein Attic hier. Ein Dachboden, also gehe ich von aus. Ein Spiegel. So, mal gucken, ob wir noch mehr finden. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I can feel it. Hier raus kommen wir nicht auf den Balkon. So, ich düse mal. Hier ist ein. Warte mal. Hier? Nee, okay. Auch nichts. So, hier war nur das Klavier. Okay, dann ist hier noch irgendwas. Nope. Warte mal. Okay, das war echt nur, wenn man dieses Zeichen oder dieses Zeichnen hört, dann hat man, glaube ich, sieht aus, hing hier im Bild, oder? I think our family portrait used to hang here. So, meine Frage ist jetzt. Oh. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Na dann. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, wir erkunden das Haus beim nächsten Mal weiter in einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Und Teleport John ist dann auch mit dabei. Dürft ihr nicht verpassen in einer weiteren Folge Sherlock Holmes, Chapter 1. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.